Okay, du fällst von einer Klippe. Irgendwie wusstest du nichts von ihrem Freund. Verdammt, du steckst in der Klemme. Zeit, den Weg nach unten in mehrere Teile aufzuteilen. Versuche, nach allem zu greifen, was du beim Sturz siehst. Sträucher, Bäume, Felsen. Auf diese Weise teilt man einen langen Fall in mehrere kürzere auf. Mit jedem neuen Sturz wird die Wirkung nachlassen. Wenn genug vom Aufprall absorbiert wird, bedeutet das, dass du eine bessere Überlebenschance hast. Und eine weitere Chance auf Liebe. Aber nicht mit ihr. Dasselbe gilt, wenn du aus dem Fenster fällst. Versuche, dich an alles zu klammern, was auf deinem Weg liegt. Es wird dich wahrscheinlich nicht aufhalten, aber zumindest wirst du mehrere Sturzintervalle haben, um deine Geschwindigkeit zu verringern. Ein Baldachin, der dich auffängt, kann ein echter Lebensretter sein, egal ob er aus Plastik oder Glas ist. Es wird so oder so schmerzen, aber du wirst überleben. Vielleicht. Du solltest auch deine Knie ein wenig beugen. Wenn sie angewinkelt sind, werden deine Beine gleichzeitig den Boden berühren und die Folgen werden weniger schwerwiegend sein. Ein weiterer Tipp ist, dass du bei jeder Landung versuchen solltest, auf den Zehenspitzen zu landen und niemals auf gestreckten und blockierten Beinen. Vergiss nicht, den Kopf mit den Armen zu bedecken. Das wird dir helfen, ihn zu schützen, egal ob du auf Beton landest oder in einer Schlammpfütze. Treibsand ist nicht so gefährlich, wie er in Filmen dargestellt wird. Wenn du im Treibsand stecken bleibst, verdammt, du steckst in der Klemme, gilt zunächst ruhig bleiben. Dann sinkst du wahrscheinlich nicht tiefer als bis zur Taille. Entferne alles, was dich schwerer macht. Schuhe, Taschen, sogar Kleidung. Wackele mit den Beinen, um Platz für Wasser zu schaffen. Das wird dir helfen, rauszukommen. Deine Arme sollten immer nach oben gestreckt sein. Versuche zu treiben, aber nicht auf dem Bauch. Bewege dich mit kleinen Schritten rückwärts. Große Schritte sind schwieriger durchzuführen, deshalb dauert es länger, bis du wieder herauskommst. Wenn du festen Boden erreichst, roll dich aus dem Treibsand heraus. Einen Angriff von wilden Tieren zu überleben mag eine Herausforderung sein, aber eine Menschenmenge ist nicht weniger gefährlich. Die Menschenmenge kann sich wie eine Flüssigkeit bewegen, die dich nicht entkommen lässt. Wenn du zwischen Hunderten von Menschen gefangen bist, verdammt, du steckst in der Klemme, ist Regel Nummer 1, nicht anzuhalten. Anhalten ist der schnellste Weg zum Sturz. Wenn du tatsächlich fällst, bilde eine Luftblase. Deine Arme sollten über deinem Gesicht und deiner Brust platziert werden und diese umarmen. Wenn es dir gelingt, aufrecht zu bleiben, bewegst du dich, sobald du den Schub spürst, mit ihm und gleichzeitig seitwärts. Wenn du dich in der Wildnis verirrt hast und angeln gehen musst, kannst du eine Dosenlasche verwenden. Forme sie in Form eines Hakens, schneide das Metall schräg ab, damit sie wie ein echter Haken aussieht. Die Hauptsache ist, dass eine scharfe Spitze entsteht. Eine Dose kann auch zum Behelfskocher werden. Nimm eine Dose und schneide ein Loch in die Seite. Lege etwas Zündholz hinein und zünde es an. Darauf kann man ein Ei braten. Zahnseide kann super praktisch sein, um in der Wildnis zu überleben. Verwende sie zunächst als Angelschnur zusammen mit deinem Dosenlaschenhaken. Sie kann auch als Wäscheleine dienen, die zwischen zwei Bäumen gespannt wird. Sie ist dünn, aber ein einziger Strang kann bis zu 2,5 Kilo halten. Man kann einen Speer herstellen, indem man einen langen Stock und ein Messer mit Zahnseide zusammenbindet. Er ist außerdem sehr leicht entflammbar. Wenn du also keinen Anzünder hast, um größere Holzstücke anzuzünden, dann versuche ihn zu verbrennen. Zahnseide kann auch ein guter behelfsmäßiger Schnürsenkelersatz sein. Aus einer einfachen Plastikflasche kann ein sehr starkes Seil gemacht werden, wenn du ein gutes Messer hast. Zuerst musst du einen kleinen Baumstumpf finden. Er sollte einen Durchmesser haben, der ungefähr dem Durchmesser deiner Flasche entspricht. Ritze einen Schlitz in der Mitte des Stumpfes. Schneide dann eine Kerbe aus dem Stumpf, die groß genug ist, damit deine Messerklinge hineinpasst. Schneide den Flaschenhals ab und mache eine kleine Kerbe an der Kante des Stumpfes. Ihre Breite hängt von der gewünschten Seilbreite ab. Lege die Kante der Flasche in den mittleren Schlitz und stecke das Messer mit der Klinge zum Schlitz hin in die Kerbe im Stumpf. Beginne die Flasche langsam durch den Schlitz zu ziehen. Du wirst sehen, wie sich die Flasche dreht. Während sie sich dreht, schneidet die Klinge das Seil daraus. Du kannst es zum Bau einer Hütte verwenden, da es Baumstämme sehr gut sichern kann. Ein Mensch kann mehrere Tage ohne Nahrung auskommen, aber es gibt keine Möglichkeit, ohne Wasser zu überleben. Wasser in der Wildnis kann manchmal köstlich sein, aber wenn du das Gefühl hast, dass es nicht sicher zu trinken ist, brauchst du vielleicht einen provisorischen Wasserfilter. Beginne mit einem Feuer. Das Wasser zu kochen reicht möglicherweise nicht aus.
Sobald die Asche des Feuers kalt ist, mahlst du sie zu einer pulverförmigen Konsistenz. Verwende keine Holzkohle, die du zufällig im Wald gefunden hast. Man weiß nie, was da drin ist. Dann brauchst du eine Plastikflasche. Schneide den Boden ab und mache ein Loch in den Verschluss. Stelle sie auf den Kopf, lege etwas Holzkohle hinein, 7,5 cm sind genug, und gieße das Wasser darüber. Das tropfende Wasser ist trinkfertig. Um überschüssige Holzkohle aufzufangen, wickele den Deckel mit einem sauberen Tuch ein, um noch zusätzlich zu filtern. Okay, du wirst hungrig und wahrscheinlich musst du ein Feuer machen. Verdammt, du hast einfach keine Streichhölzer oder ein Feuerzeug. Leere deine Taschen, um zu sehen, ob du einen provisorischen Feueranzünder machen kannst. Wenn du eine Batterie, wahrscheinlich die von deiner Taschenlampe, und ein Kaugummipapier hast, reicht das aus. Du musst einen dünnen Streifen der Folienhülle abschneiden, der jedoch lang genug ist, um die beiden Enden der Batterie miteinander zu verbinden. Die Mitte des Streifens sollte dünner sein als die Enden. Nähere dich dem Stapel trockenen Grases, kleinen Holzscheiten oder vielleicht sogar etwas Papier. Was auch immer du benutzen willst, um dein Feuer zu entfachen. Der Folienstreifen wird sich in Sekundenschnelle entzünden und das Anzündmaterial in Brand setzen. Moskitos sind eine wahre Plage. Und es gibt Unmengen von ihnen in den Wäldern. Du kannst dein eigenes DIY-Moskito-Abwehrmittel herstellen, um diese bösen Jungs fernzuhalten. Alles, was du brauchst, ist eine Orange, eine Zitrone oder eine andere Zitrusfrucht, die voller ätherischer Öle ist. Schäle eine Orange und reibe die Schale direkt auf deine Haut. Wobei du sie vorher ein wenig quetschen musst, damit diese wertvollen ätherischen Öle zum Vorschein kommen. Eine weitere nützliche Methode, die Moskitos in Schach zu halten, besteht darin, ein paar Orangenschalen in den Zünder zu geben. Beim Verbrennen lösen sich die ätherischen Öle und schrecken die lästigen Kerle ab. Wenn du ein Signal senden willst, dass du dich verirrt hast und es sich um einen Notfall handelt, decke 3 kleine Feuer mit irgendwelchem Grünzeug wie Gras ab und bedecke das dann wiederum mit etwas nassem Stoff. Du erhältst dadurch große weiße Rauchwolken. 3 Wölkchen hintereinander bedeuten Notfall. Wenn du etwas Öl in dein Feuer gießt, wird der Rauch schwarz. Wenn du kein Öl hast, benutze stattdessen Birkenrinde. Denk dran, je höher oben du das Feuer entzündest, desto besser. Also klettere in einen sichtbaren Bereich hinauf. Wenn dir jemand die Hände zusammengebunden hat. Verdammt, du steckst in der Klemme. Musst du als erstes deine Handgelenke bewegen, um den Knoten zu lösen. Seile können in der Regel mit Reibung gegen harte und scharfe Gegenstände durchtrennt werden. Wenn du mit einem Kabelbinder gefesselt bist, versuche ihn zu zerstören. Balle die Fäuste zusammen, drücke die Knöchel zusammen, hebe die Hände über den Kopf und bringe sie dann mit einem Ruck nach unten. Durch den Druck wird der Knoten reißen. Du kannst auch versuchen, aus dem Kabelbinder herauszuschlüpfen. Balle zuerst deine Fäuste. Die Handgelenke werden auf diese Weise größer, wodurch sich die Fesseln erweitern. Wenn du deine Hände entspannst, lockern sich die Fesseln, sodass du herausrutschen kannst. Klebeband kann durchkaut werden. Oder wenn du es anfeuchtest, wird es weicher und lässt sich leichter lösen. Du kannst es sogar mit deinem Speichel befeuchten. Das Durchqueren einer Wasserströmung kann gefährlicher sein, als es scheint. Wähle beim Überqueren einen geraden und breiten Abschnitt. Bevor du ins Wasser trittst, überprüfe, ob die Strömung nicht zu schnell ist. Wirf einen Stock hinein und wenn die Strömung schneller als deine durchschnittliche Schrittgeschwindigkeit ist, solltest du die Überquerung an einer anderen Stelle in Betracht ziehen. Oder du könntest dich auch nach einem Boot umschauen, das in der Nähe liegt. Kein Grund, sich deswegen anzustellen.